uns erzählt, dieser Tag soll ein großes Fest sein. Ein Fest der Gemeinschaft, miteinander. Und wir wollen dieses Jahr am Ende des Tages einen großen Gottesdienst miteinander feiern, wo jeder von euch dazu etwas beigetragen hat. Wenn ihr euer Wallfahrtsheft aufschlagt, da seht ihr lauter schöne, bunte Bilder. Und die erzählen davon, was heute Vormittag hier alles los sein wird. Wo ihr hingehen könnt, wo ihr mitgestalten könnt, wo ihr vielleicht etwas Neues lernt, was ihr noch gar nicht wusstet vom Gottesdienst und das dann miteinander Gottesdienst gefeiert wird. Kinderseelsorge und ich freue mich, dass ich wieder diese Wallfahrt hier organisieren konnte. Die heißt diesmal Hand in Hand und das hangelt sich so ein bisschen am RKW-Thema lang, weil wir ja anpacken wollen für das Reich Gottes, was tun wollen fürs Reich Gottes. Ja, und heute haben wir es immer ein bisschen überrascht auch mit, dass so sehr viele gekommen sind. Wir hatten mal geplant auf 700, dann wurden es 1000, dann wurden es 1300. Und jetzt sind wir wahrscheinlich ungefähr 1600. Ja, und es macht mir einfach viel Freude, alle zu sehen, alte Bekannte wiederzutreffen und mit den Kindern den Tag zu feiern. So eine Kinderwallfahrt in Wechselburg hat deswegen einen besonderen Reiz, weil es nirgendwo so eine alte, schöne romanische Kirche in unserem Bistum gibt, außer hier. Und das Schönste daran ist dieser wunderschöne Lettner mit diesem Kreuz. Aber das Allerschönste ist die Fröhlichkeit der Kinder. Wann lädt uns denn Gott ein? Wer kann darauf eine Antwort geben? Der kann hierher kommen und das ganz laut ins Mikrofon sagen. Zur RKW! Zur RKW! Ganz genau, zur RKW. Und du? Eigentlich immer. Eigentlich immer. Das ist eigentlich die beste Antwort. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige.